Hi, wir sind hier im schönen Bassheim an der Todesbahn und zeigen euch jetzt, wie wir Schlitten fahren. Ja, herzlich willkommen. Ich bin hier der Führer und zeige euch mal kurz die Strecke. Es sind einige Tücken da, ein Busch, wo man reinfahren kann. Wir sollen mal sehen, wie schön runter das geht. Das geht bis dahinter nach Waldbech. Ja, und jetzt zeige ich euch mal kurz die Strecke. Ich sprinte halt bis, damit es nicht zu lang dauert. Da ist das Loch, also es ist tödlich. Ja, und Moritz-Rieder wird dann versuchen, ohne zu bremsen, darunter zu fahren. Eine meisterliche Meisterung. Aber danach, ja, wird schon funktionieren. Und da sind wir schon unten. Jetzt gebe ich noch schnell das Startsignal für Moritz Rieder. 3, 2, 1, go! Boah, mit was für ein Tempo, er kommt auf mich zu. Oh nein, er kommt auf mich zu. Oh nein! Ah! Bin ich doch nicht, ich war doch weg. Ja, also das ist natürlich eine Laufshow, Live-Show, da passieren solche Missgeschicke. Soll ich auf Start drücken? Was? Start drücken? Nee, nee, wir filmen gleich weiter. Okay. Also ich mach kurz auf. So, ich bin gefahren. Jetzt ist der Fabian dran. Noch nicht. Sieht gerade so behindert aus. Du Arschloch! So, jetzt sind wir oben angelangt. 5 Minuten. Dauert es, bis man hier hochläuft. Länger. Mindestens. So. Fabian geht in Position. Und jetzt laufe ich sinnloserweise wieder runter. Der Fabian ist ja gerade eben schon auf die Hindernisse dieser Strecke eingegangen. Eine wirklich gefährliche Strecke. Die Steigung beträgt 70%. Naja, vielleicht nicht ganz. Und es ist wirklich immer wieder ein atemberaubendes Erlebnis, hier runterzufahren. Ich muss den Fabian ein bisschen in Schutz nehmen, wenn er schlechter ist als ich. Ich habe den Heimvorteil. Hier ist mein bezauberndes Zuhause. Ich bin früher in jedem Winter, jede freie Minute hier die Todesbahn runtergefahren. So, jetzt kommt der Fabian. Go! Ihr werdet ihn noch nicht sehen, er ist zu klein, die Strecke ist zu lang. Da kommt er angerauscht. Ich gehe ein bisschen auf Seite. Oh, 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 oh. Wow. Sehr gut, Fabian. Ich habe gerade meinen Heimvorteil angesprochen. Nichts kann. Wir sind hier in der Live-Sendung. So. Ich habe ja noch eine Chance. Der Fabian ist eigentlich ein klasse Fahrer. Nur... Ah, die Nervosität. Da ist mein süßer Hund. Foto. Na, bist du süß. Da ist mein Zuhause. So, ich soll die Fans ein bisschen unterhalten, bis der Fabian oben ist. Die Todesbahn. Eine grauenvolle Strecke. Ich bin ganz fertig. Der Fabian will es wissen. Nach dem misslungenen Start, also ehrlich, der muss er seinen Fans erstmal nochmal zeigen, dass er es wirklich drauf hat. Das kann er nicht so einfach ohne weiteres dabei belassen. Eigentlich könnte ich mal einen Schneeengel machen. Ja, ein schöner Panoramablick durchs Trülltal. Ein Traum hier. Das Licht wird ausgemacht.
So, der Fabian ist angekommen. Gleich kann es losgehen. Ah, er fährt los. Jetzt ist spannend. Wird er es schaffen? Er fährt schon gefährliche Kurven. Und er schafft es. Belau. Herzlichen Glückwunsch. So, jetzt interviewen wir erstmal den neugeborenen Champion. Fabian, bist du zufrieden mit deiner Leistung? Selbstredend. Selbstredend. Ich bin runtergefahren wie noch nie durch. Ja. Also, ohne zu bremsen natürlich. Ohne zu bremsen. Also, ein Traum. Also, was für ein Rennen, du. Respekt. Hallo. Hallo. So, machen wir Schluss für heute, oder? Tschüss, Fans. Van Ritze und Fabian aus Bastheim. Ja, tschüss. Von der Todesbahn. Tschüss, Fans. Ade.